Ihr habt jeden Kerzenstummel aufgehoben, dann könnt ihr solches, ja, Kerzengarn oder Docht, gibt es auf Rollen, sind 50 Meter drauf, und solche kleinen komischen Garn gibt es. Hier liegt einer, mit dem kann man das da festzwicken. Und dann habt ihr hoffentlich einen Haufen Wachsreste aufgehoben. Ja, dann schauen wir mal. Am besten nehmt ihr eine Kombizange. Ich habe keine, ich nehme jetzt was anderes. Dann kann man diese kleinen Rundteile hier, da kann man den Docht durchfädeln. Zieht ihn fast bis ganz durch. Dann sollte noch ein Stückchen rausschauen. Und dann zwickt ihr hier oben mit der Kombizange zu, sodass es eingeklemmt wird. Dann hängt also so ein Teil hier dran. Ihr Docht schneidet ihr auf die Länge von der Dose plus 2 cm oder 1,5 cm. Auf dem Ende nehmt ihr einen Zahnstocher, ich nehme einen Scheitelspieß, ist wurscht, und schiebt den hier einmal durch. Das ist so ein Geflecht. Kann man also durchstechen. Genau so. Dann hängt es also an diesem Teil hier dran. Am besten zum Kerzengießen eignen sich diese kleinen Katzenfutterdosen, oder wenn ihr kein Katzenfutter habt, weil ihr keine Katzen habt. Erdnussdosen tun es auch, die sind ein bisschen größer, naja, muss man mehr Wachs reinschmelzen. Einfach einen Topf auf einen Herd stellen, eine Herdplatte stellen, Wasser reinfüllen, Wachs reinlegen. Ich habe jetzt hier Bienenwachs, aber es können auch Wachsreste sein. Ach ja, Thunfischdosen gehen übrigens da auch, ganz klar, die sind klein genug. Also wer Thunfisch aus seinem Salat hat, hebt die Dosen auf, ich wasche die mal aus und dann kann man sie zu Kerzengießen verwenden. Wenn das Wasser leicht köchelt, siedet, reicht eigentlich vollkommen und schmilzt das Wachs hier in dem kleinen Becherlein und hat keinen großen Dreck. Man braucht auch keine so diesen Kellen hier benutzen, um es darin zu schmelzen, sondern direkt hier drin. Hier sind noch mal ein paar Teile, die ich auch mit einschmelzen werde. Ich habe auch einen Stumpen davon am Humpen dabei. Ich finde den Rest unser Wachs nicht. Wir haben bestimmt 10 Kilo davon. So, wenn das gesamte Wachs geschmolzen ist, dann braucht ihr wieder die Kombizange. Ich nehme wieder meinen Seitenschneider. Ihr packt das einfach hier am Rand so fest, dass ihr es rausheben könnt. Nicht ausschütten. Das ist eine riesige Sauerei. Und jetzt kommt unser lieber kleiner Hängedocht. Den versenken wir da ganz einfach drin. Und der Schaschlikspieß hält den Docht in der Mitte. Und jetzt lassen wir es abkühlen. Das seht ihr schon, ich habe 4 andere Kerzen schon gemacht. Aus alten Wachsresten. Die sind kleiner, das sind so diese Katzenfutterdosen. Und das hier ist halt eine Erdnussfutterdose. Erdnüsse gehen, wunderbar. Also kann man überall dran machen. Ist auch kein großer Aufwand. Natürlich verbraucht man damit Strom, ganz klar. Aber was wollen wir sonst mit den Wachsresten tun? Ihr habt sicherlich viel zu Hause. Ich kenne jemanden, der hat bestimmt auch 20, 30 Kilo von Wachsresten. Nicht wundern, beim Abkühlen zieht sich das Mittelteil ein bisschen mehr zusammen. Und es gibt es auch so eine Trichterform. Aber das macht nichts. Das geschmolzene Wachs, das da rein schmilzt vom Docht, das läuft dann genau in die Mitte. Und ja, eigentlich kein Problem. Also die Dinger brennen ewig lange. Thank you.